Moin, moin, Leute, herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück in diesem Infovideo. Microsoft hat den MSFS 2024 angekündigt. Als ich das gestern Abend gelesen habe, war ich ordentlich platt. Und ihr wahrscheinlich auch, denn gerechnet hat damit wahrscheinlich keiner. Neben einem Trailer, der zeigen soll, was in diesem neuen Sim unter anderem enthalten ist, gibt es auch einen Textpost von Microsoft, in dem weiterführende Infos stehen. Und um das Ganze mal ein bisschen einzuordnen, mache ich dieses Video. Es verfolgt also das Ziel, darauf zu schauen, was bisher eigentlich angekündigt oder bekannt ist, was vielleicht auch nicht, und am Ende natürlich auch eine Einordnung darüber zu geben. Ich werde also meine Meinung zu dem Ganzen äußern bzw. versuchen einzuordnen, was das eigentlich ist, was wir da gerade gesehen haben und was ich darüber denke. Starten wir also mit dem, was da veröffentlicht wurde. Das ist in zwei Teile zu teilen, der erste davon ist ein Trailer und der zweite ist ein Textpost. Gehen wir aber zuerst mal auf den Trailer ein, den ihr übrigens im Hintergrund seht, denn da sind einige interessante Sachen zu sehen und andere interessante Sachen nicht zu sehen. In diesem Trailer sehen wir unter anderem die Möglichkeit, mit Helikoptern durch die Gegend zu fliegen, verschiedene Dinge damit zu tun, so zum Beispiel Wildfeuer zu löschen, Search and Rescue Missionen und Cargo zu transportieren. Es gibt aber auch andere Dinge zu sehen, so zum Beispiel die Flugzeuge, die Felder bewirtschaften, die zum Beispiel besprühen, Bergrettung und den Transport von Fallschirmfliegern. In eine andere Richtung geht es dann um den generellen Transport von Gütern, so zum Beispiel mit dem Airbus A400M, der in einer eisigen Umgebung gezeigt wird, oder auch mit dem A330XL, also dem Beluga XL. Neben Air Races und Segelflug haben wir dann auch noch Luftballone, das heißt also die Hot Air Balloons, die einigen aus den Videos von Air Force Proud bereits bekannt sein dürften. Wir sehen, dass wir verschiedene Dinge fliegen bzw. Missionen ausführen können, aber das war's dann auch schon. Abgesehen davon ist ein Trailer natürlich auch immer ein Trailer. Man sollte also generell vorsichtig mit dem sein, was man da sieht, weil das immer in einer gewissen Art und Weise verändert ist, denn man will ja mit einem Trailer sein Produkt anpreisen. Das sollte man dabei immer im Hinterkopf behalten. Neben den Dingen, die wir im Trailer sehen, gibt es aber auch welche, die nicht enthalten sind. Die Dinge, die ich hier nicht gesehen habe, das nur mal so vorweg, bedeuten übrigens nicht zwingend, dass die am Ende nicht enthalten sind. Sie waren einfach noch nicht im Trailer, da kann man jetzt verschiedene Dinge rauslesen oder man kann es auch sein lassen, Fakt ist nur, dass sie eben nicht mit dabei waren. Das erste, was ich nicht gesehen habe, sind Hinweise zur Szenerie zum Beispiel, das heißt also dazu, ob irgendwas neu oder anders gemacht wurde bzw. ob es Weiterentwicklungen gab. Zum Wetter, zum Niederschlag, das wäre dann Punkt Nummer 2, war auch nicht zu sehen. Sondern das, was wir gesehen haben, war einfach nur die Darstellung von dem, was wir aus dem normalen MSFS schon kennen. Ein zweiter Punkt, der mir aufgefallen ist und den ich im Trailer ebenfalls nicht gesehen habe, waren Airliner und General Aviation. Kleine Propellerflugzeuge wie eine Cessna 172 oder 150 oder sowas zum Beispiel, die kamen hier gar nicht drin vor und Airliner auch nicht. Keine 787, keine 747, keine Airbusse, einfach nix. Was das jetzt bedeutet, das ist natürlich eine andere Frage, die zu diesem Zeitpunkt offen bleiben muss, denn dazu fehlen uns die Infos. Den Trailer haben wir damit abgehakt, kommen wir also nun zu dem, was in dem Textpost steht. Wirklich viel ist das allerdings nicht, die Enttäuschung muss ich leider schon mal voranschieben, denn er behandelt hauptsächlich das, was man sich gedacht hat für diesen neuen Sim. Außerdem will man mit diesem Textbaustein eine kleine Kommunikationspanne wieder wettmachen, die mit dem Release des Trailers entstanden ist. Der Trailer ist nämlich am Anfang einfach so veröffentlicht worden, ohne irgendwelche Erläuterungen dazu und hat eine erhebliche Verwirrung ausgelöst. Und in gewisser Weise ist das auch verständlich, denn wenn man einen 10-Jahres-Support für den MSFS ankündigt, dann aber 4 Jahre später, das heißt nach noch nicht einmal der Hälfte der Zeit, auf einmal einen komplett neuen Simulator nachschieben will, dann wird das zwangsweise zu Irritationen führen, und zwar zu berechtigten. Also gehen wir doch einfach mal der Reihe nach durch, was da eigentlich drin steht. Am Anfang geht man kurz darauf ein, was es eigentlich ist, was wir da gerade gesehen haben, nämlich ein sogenannter Short Teaser, um den MSFS 2024 einzuführen. Man werde in naher Zukunft mehr Informationen dazu posten, auch wichtigere Informationen, wolle vorweg aber schon einmal über die wichtigsten Dinge informieren.
Diese wichtigsten Dinge gliedern sich in drei Punkte, die wir hier einmal kurz und knapp durchgehen. Im ersten Teil dreht es sich darum, was der MSFS 2024 eigentlich sein wird. Soll das ein Paid Upgrade, ein DLC oder ein Standalone-Produkt sein? Microsoft beantwortet das mit Letzterem. Der MSFS 2024 solle ein Sequel zum MSFS 2020 werden, das heißt also eine Art Fortsetzung oder Weiterführung. Außerdem komme er als Standalone daher, denn MSFS 2020 als Voraussetzung dafür brauche man also nicht. In der nächsten Frage dreht es sich darum, was eigentlich mit dem 2020er Sim passiert. Ob der also zum Beispiel eingestampft werden soll, weil jetzt ein Nachfolger kommt, oder ob er weiterhin parallel dazu existiert. Zu dieser Thematik schreibt Microsoft, dass man auch weiterhin am MSFS 2020 arbeite. Die Roadmap, die dazu veröffentlicht worden sei, werde weiterhin bearbeitet und fertiggestellt. Das Ganze solle parallel zum MSFS 2024 ablaufen und auch nach dessen Release fortgesetzt werden. Im dritten Teil dreht es sich dann um den allgemeinen Support und um das, was man bisher so an Add-ons gekauft hat. Microsoft versichert darin, dass all das, was man an Add-ons über den Marketplace geholt hat, auch weiterhin verfügbar und kompatibel sein soll. Mehr Informationen zum Sim, zum Textbaustein und zum Trailer bzw. dem, was wir daraus ziehen können, gibt es bisher aber nicht. Und so stellt sich natürlich am Ende die Frage, was wir eigentlich wissen bzw. was wir daraus schließen können. Kurz zusammengefasst können wir aus dem Textbaustein und dem Trailer also eigentlich nicht wirklich was herauslesen, denn vieles ist unbekannt, vieles wird auch nur angedeutet, muss also weiter als unbekannt gewertet werden. Und das Einzige, was am Ende wirklich klar bleibt, ist, dass dieser neue Sim ein Standalone sein soll und ein Sequel, das heißt eine Art Fortführung des 2020er Sims. Und obwohl Microsoft mit diesem Textbaustein natürlich auch ein wenig darauf abgezielt haben mag, Fragen und Unklarheiten zu beseitigen oder zumindest zu verkleinern, bleiben aus meiner Sicht am Ende trotzdem einige fette Fragezeichen, die sich derzeit nicht zufriedenstellend beantworten lassen. Kommen wir also, um dieses Video abzuschließen, am Ende noch einmal kurz zu dem, was ich darüber denke bzw. wie ich es einordnen würde. Im ersten Punkt dreht es sich um die Ankündigung. Die kann man aufteilen in die Frage danach, warum überhaupt gerade jetzt etwas angekündigt wurde. Immerhin gibt es eine ganze Menge Produkte, die sich in Entwicklung befinden, den Aerosoft A330 oder die PMDG 777 zum Beispiel, genauso wie einige Weiterentwicklungen. Nach einer Abstimmung oder zumindest Information der externen Developer sieht mir das nicht aus. Abgesehen davon haben die auch noch kein Statement dazu veröffentlicht. Was das bedeuten kann, dazu sage ich gleich auch noch was. Einen zweiten Punkt hat diese Frage aber auch, nämlich die danach, warum überhaupt was neu gemacht werden muss. Immerhin sind 10 Jahre Unterstützung und Kompatibilität angekündigt worden. Warum also bringt man dann einen neuen Sim raus, wenn noch nicht einmal die Hälfte dieser Zeit abgelaufen ist? Wenn wir dann versuchen, den Bogen zu den Produkten zu schließen, die von externen Developern stammen und sich derzeit in Entwicklung befinden, der 330 oder die 777 wie eben gesagt zum Beispiel, dann müssen wir uns die Frage stellen, ob diese Produkte überhaupt mit dem kompatibel sein werden, was Microsoft da neu herausbringen will. Schaut man nämlich auf die Entwicklung für den älteren Sim, den MSFS 2020 also, dann lässt sich feststellen, dass die Entwicklung für den schon kompliziert genug gewesen ist. PMDG mit ihrer 737 zum Beispiel hat da relativ lange für gebraucht und auch andere Developer. Über ein Jahr haben wir warten müssen, bis überhaupt etwas Akzeptables herauskam. Nun allerdings kommt Microsoft daher und spricht für diesen neuen Sim von einer komplett neu entwickelten Asobo-Engine. Da drängt sich die Frage nach der Kompatibilität dieser Produkte geradezu auf. Falls sie nicht direkt von Anfang an kompatibel sein sollten, was ich persönlich für sehr zweifelhaft halte, dann werden auf jeden Fall Arbeiten fällig, um sie kompatibel zu machen. Neben der Kompatibilität der Produkte, die wir bisher schon haben, stellt sich aber natürlich auch die Frage nach dem Release, dem Preis und möglichen Rabatten, die Nutzer des bisherigen Sims vielleicht bekommen könnten. Immerhin haben wir für den MSFS 2020, zumindest in den höheren Varianten, einiges an Geld hingelegt. Über $100 sind das damals gewesen, da könnte man zum Beispiel erwarten, dass es da Rabatte gibt. Das generelle Preismodell ist im Übrigen auch noch völlig unbekannt. Auch über das Release-Date wissen wir bisher nichts.
Gut, das sind Sachen, die sind vielleicht noch ein bisschen früh, aber im Endeffekt sind sie natürlich interessant. Dass der Sim 2024 herauskommen wird, daran sollte eigentlich kein Zweifel bestehen. Aber ein generelles Interesse daran, wann genau das passieren wird, also zum Beispiel Mitte, Ende oder auch am Anfang des Jahres, ist auf jeden Fall vorprogrammiert. Aber lasst uns das Ganze nun einmal zu einem Ende bringen, indem ich kurz erläutere, was ich davon halte bzw. was ich darüber denke. Nehmen wir am Anfang einmal das, was bekannt ist. Das ist eigentlich fast gar nichts. Dann nehmen wir den Trailer, der ein paar Sachen zeigt und ein paar Sachen auch nicht. Und dass wir uns den Trailer anschauen, ist aus meiner Sicht wichtig, denn das könnte eventuell auf ein paar Dinge hindeuten, die ich im Folgenden kurz erklären will. Einerseits sehen wir im Trailer ein paar Dinge nicht, Airliner zum Beispiel oder auch die Szenerie. Aus meiner Sicht könnte das darauf hindeuten, dass es in diesem neuen Sim auch nicht um diese Punkte geht, also nicht um Airliner und nicht um Szenerie, sondern um andere Dinge. Wir sehen hier hauptsächlich Aufgabenfliegerei, sei es nun mit Helikoptern auf Search and Rescue Missionen oder das Herumfliegen von Transportgütern, zum Beispiel mit dem A330XL oder auch dem A400M. Natürlich ist das keine mit Fakten oder sicheren Informationen hintermauerte These, aber zumindest für mich deutet einiges darauf hin, dass es sich möglicherweise doch nicht um einen kompletten Nachfolger des MSFS 2020, sondern nur um eine Art Aufgaben-DLC handeln könnte, das man in einer etwas merkwürdigen Form verpackt hat. Dass das Ganze als Standalone daherkommt, kann natürlich ein Fakt sein, der dagegen spricht, aber auch das muss aus meiner Sicht nicht zwangsweise der Fall sein. Als Standalone könnte das zum Beispiel deswegen verpackt sein, weil man sich speziell an die Menschen richten möchte, die eben nicht mit Airlinern oder General Aviation durch die Gegend fliegen wollen. Diese Menschen könnte man einfacher an das Objekt MSFS heranführen, wenn man dieses Produkt als Standalone verkauft, man also nicht den MSFS dafür als Zwangsvoraussetzung braucht und mit niedrigen Preisen einsteigt. Damit könnte man es auch einer etwas anderen Käuferschicht ermöglichen, den MSFS einmal in seiner vollen Pracht zu erleben. Natürlich mit speziellen Aufgaben, aber auch das hat ja seine Berechtigung. Und wenn es dann am Ende dazu führt, dass diese Menschen meinen, dass es doch eine gute Erfahrung sei und sich den MSFS in der Hauptversion, nämlich als 2020er, zulegen, dann ist das für Microsoft und diese Menschen natürlich noch ein zusätzlicher Gewinn. Als generelles Fazit, auch dem von meiner Meinung, lässt sich aber lediglich sagen, dass hier eine riesige Menge Fragen aufgeworfen sind, die sich derzeit nicht beantworten lassen, weil einfach nichts bekannt ist. Das übrigens genauso wie beim MSFS 2020 war, denn da war am Anfang auch nur ein Trailer und dann sickerten so nach und nach immer mehr Informationen dazu durch, weswegen wir im Moment eigentlich nichts weiter tun können, als abzuwarten und Tee zu trinken. Das, was da kommt, kann natürlich ziemlich gut werden, keine Frage, denn es hat die Grafik des MSFS und möglicherweise gibt es auch Verbesserungen. Andererseits bringt es aber auch eine ganze Menge negatives Potenzial mit sich, das wir momentan vielleicht einfach noch nicht wahrhaben oder sehen wollen. Im Endeffekt bleibt uns aber erst einmal sowieso nur abzuwarten, denn aus dem, was wir bisher gesehen und gelesen haben, lassen sich zumindest aus meiner Sicht nicht ausreichend viele Informationen herauslesen, um uns die Fragen zu beantworten, die derzeit am dringendsten wären.